Volle Erwerbsminderungsrente so hoch ist der maximal anrechnungsfreie Hinzuverdienst ab Januar 2025. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte kürzlich ein Video gedreht zum Thema Höhe der des maximal anrechnungsfreien Hinzuverdienstes bei Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung. Ich hatte dort die ganze Sache mal mit einem kleinen Sternchen versehen und auch hier würde ich das mit einem kleinen Sternchen und Fragezeichen versehen wollen, weil nach aktueller Rechtslage oder nach aktueller politischer Lage noch völlig unklar ist, ob die monatliche Bezugsgröße, die ab Januar 2025 in Höhe von 3.745 Euro gelten soll, auch wirklich so kommen wird. Ich hatte in diesem früheren Video ja gesagt, dass der Finanzminister Lindner ein Problem mit der SV-Rechengrößenverordnung für das Jahr 2025 hat. Er hält die Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen Rente und Krankenversicherung einfach zu hoch und will hier nochmal mit dem Bundesarbeitsminister Heil darüber diskutieren, ob man das Ganze nicht nach unten senken kann. Finanzminister Lindner sagt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden einfach mit viel zu hohen Beiträgen belastet, wenn es wirklich bei diesen Beitragsbemessungsgrenzen bleiben soll. Diese wiederum aber abhängig sind auch von der monatlichen Bezugsgröße. Ja, meine Damen und Herren, wenn wir davon ausgehen, dass die Bezugsgröße nach § 18 SGB IV tatsächlich für das Jahr 2025 dann 3.745 Euro monatlich beträgt, dann haben wir es mit einer Erhöhung des anrechnungsfreien Hinzuverdienstes bei voller Erwerbsminderung zu tun. Und zwar steigt dieser anrechnungsfreie Hinzuverdienst auf 19.661,25 €. Das ist ein Bruttojahreseinkommen, meine Damen und Herren. Ich betrachte heute mal nicht in diesem Video die Frage, wie Sie das in Stundenvorgaben dann zu erwirtschaften haben, sondern mir geht es einfach nur um den Fakt, dass dieser anrechnungsfreie Hinzuverdienst für Sie möglich ist, wenn Sie eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen. Dann können Sie anrechnungsfrei an Ihre Rente 19.661,25 € dazu verdienen. Ich habe Ihnen zu diesem Video auch einen entsprechenden Beitrag gemacht. Den können Sie auf rentenbescheid24.de/aktuelles nachlesen. Dort habe ich in diesem Beitrag auch nochmal ausgehend von der Gesetzeslage § 96a Absatz 1c SGB VI die Hinzuverdienstgröße ausgerechnet. Die muss man tatsächlich dann auch ausrechnen. Und diese Hinzuverdienstgröße ist wirklich abhängig von dem Wert der Bezugsgröße, die ab Januar 2025 gelten soll. Ja, meine Damen und Herren, das heißt also für Sie aller Voraussicht nach, dass Sie ab Januar 2025, wenn Sie zum Beispiel ab Januar 2025 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen sollten, dann neben dieser Rente anrechnungsfrei 19.661,25 € dazu verdienen dürfen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.